Hallo und herzlich willkommen zu unserem sechsten Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play, wieder mal mit Martin. Hallo. Ja, würde ich sagen, fangen wir gleich wieder an, gucken, was wir das letzte Mal gemacht haben und machen da weiter. Ich switch mal durch die Fahrzeuge. Ich auch, was hatten wir hier Hier vor? wollte man einen säen lassen, und zwar wollte man da, glaube ich, noch überlegen, was der säen soll. Genau. Was soll man jetzt sehen? Ich würde sagen, Gerste, oder? Oder Weizen? Oder doch Gerste? Ladewaage haben wir keiner. Frag mich Sache. Ja, weil bei Raps ist halt Ja, der gibt uns pro Fläche nicht so viel raus. Raps bringt halt viel Geld, aber weniger Ertrag auf dem Feld. Das ist auch noch was es Wissenswertes gibt, weil wir haben früher auch immer gespielt, wow, oder gedacht, wow, Raps gibt so viel Geld, säen wir Raps an, säen wir Raps an. Und dann haben wir gesehen, ja, auf das eine Feld hier, glaube ich, wo wir gerade stehen, hatten Ja. wir vielleicht ein oder anderthalb von den Gillibert-Hänger voll mit Raps, und von Weizen bzw. Gerste hatten wir ganze zwei Hänger bzw. zwei Halbhänger voll. Und deshalb Ja, komm, mach. machen wir Was haben wir Gerst. denn? Was haben wir denn Geld? Ich sehe das nicht. 17.968 Ja, mir wird jetzt Stroh eh Kroben. untergrubbern oder liegen lassen. Ja, Was ihr noch nicht einsammeln könntet. das heißt, ich stelle hier mal einen Helfer ein, der sät, oder? Yep. Gerste. Sollen wir die zwei Felder gehört noch nicht bei uns? Nein. So, meinetwegen zusammenpflügen. Ja. Nein, Habe ich bleib. Rechte zum Zusammenpflüge? Ha? Habe ich die Rechte zum Zusammenpflüge? Warte mal, ich guck grad. Auto akzeptieren brauchen wir nicht. Machen wir Auto speichern rein. Separates Konto, willst du ein separates Konto? Braucht man nicht. Okay, jetzt hast du die Rechte zum neue Felder erstellen und Fahrzeuge verkaufen. Das Menü, das ihr gerade gesehen habt, was ich da aufgerufen habe, drückt man dann übrigens mit U, oder ruft man mit U auf, und mit L, ja genau, mit L kann man separat die Konten, also kann man ihr seinem Mitspieler immer Geld überweisen, dass der auch was kaufen kann. Aber da Martin gerade gesagt hat, dass er kein separates Konto will, gibt es jetzt auch nicht die Möglichkeit. Hast Pech gehabt, Martin. Brauche ich nicht. So, Ich haben wir will hier noch. kein Finanzminister spielen. Okay, da muss ich den Part halt übernehmen. Haben wir noch irgendwas im Lager? Nee, Ich kann gerade. da nicht mehr pflügen. Sie besitzen dieses Feld nicht. Kartoffellager bzw. Zuckerrüben. Nee, das haben wir gesagt, lass mal drin. So. Leckt's. Was bei dir leckt, warum Jetzt das? geht's wieder. Ah, gut. Ja. Kannst du den Dresser gerade mal wegfahren, bitte? Kann ich eventuell machen. Nein, Spaß mache ich. Sie besitzen dieses Feld nicht. Jetzt flügst du ja schon den Weg. Martin, Martin, Martin. Ja, und ich besitze doch das andere Feld noch nicht mal. Ja, warum Glaub eigentlich? ich. Warum fliegst du dann den Weg? Naja, egal. Ich denke mal, Martin hat jetzt einen Schritt vorausgedacht, weil wir werden uns als nächstes das Feld 15 kaufen. Und dann Feld 15 und 16 zusammengrubbern. Das ist im Prinzip der Drescher eine längere Strecke fahren kann, bis er umdrehen muss und somit effizienter arbeitet. Ja, was machen wir jetzt so lang? Gute Oh Frage. Scheiße, hier wächst was, oder? Wo? Nee, doch nicht. Gute Frage, was wir jetzt machen, ha? Hier, wie wär's mit? Wie wär's mit? Ja, was war? Ich weiß, das letzte Mal ist schon so lange her. Ja, ich guck mal schnell, wie die Zeiteinstellungen sind. Fünfmal und schnell. Sollen wir da vielleicht nicht mal auf 30-fach machen oder so, die Zeitskalierung? Das
Soll man nicht warten, bis es anpflanzt ist und dann auf recht schnell machen, damit wir es recht bald wieder abernten können? Und was machen wir so lang? Ja, ich grube das ja nicht, pflüge das hier so lang zusammen. Okay, dann sähe ich hier selber in dem Fall. Jetzt sparen wir uns Helferkosten. Richtig, auf welche Stufe kann ich jetzt nochmal fahren? 1. Ich kann auf 1 fahren. Und ich? Auch. Mit dem alten Gerät auch, denke ich. Schon kein altes Gerät. Ah, nein. Ich war zu schnell. Sie ist schon ein altes Gerät. Ich rase. Ja, ich glaube. Ich glaube mit der ganz großen. Acker-Rowdy, du. Mit der ganz großen Sämaschine kann man 15 fahren. So, jetzt wollen wir aber mal hier ein bisschen die Zuschauer mit einbeziehen. Nur wie? Ohne Kommentare. Nein! Ich war zu schnell, ich habe meinen Flug verloren. Oh, Martin. Kennst du irgendeinen guten Witz für die Leute? Martin. Bauernwitz. Bauernwitz, oh je. Ne, kenn ich keinen. Du brauchst doch keinen Bauernwitz. Einfach einen Witz, dass die sich ein bisschen unterhalten fühlen. Kennst du keinen Witz? Ich bin doch immer so ernst. Genau. Ja, das war gelogen, Leute, gell? Nicht, dass ihr denkt, hier. Ja, ja. Erzählt doch wieder was. Immer bin's ich. Ja, wer sonst? Keine Ahnung. Du? Oh, geht es langsam mit der kleinen Sämaschine. Ja. Unglaublich, wie viel man da machen muss, bis man mal ein bisschen Geld hat. Ja, und wir haben schon wieder fast die Hälfte von der Zeit rum. Oh Gott. Dann wird das halt ein langweiliges Let's Play. Tut uns leid. Leider ein Let's Play, in dem ihr seht, wie wir Feld 14 sehen. Ja. Was, weil wenn ich was Langweiliges mache, ist es ja egal. Die seht ja dein Bildschirm. Oder toll. Ihr seht ja Bennys Bildschirm. Toll. Also musst du dir auch was überlegen, was interessant ist. Okay. An der Biogasanlage waren wir schon. Hast du schon gezeigt? Ja. Waren wir schon am Hafen? Haben wir da schon was hingebracht? Haben wir unsere Silos schon geleert? Ja, unsere Silos haben wir geleert. Gucken wir mal auf der Karte, was es da noch Interessantes gibt. Ach genau, was es vielleicht noch Interessantes zu sagen gibt. Mittlerweile kann man durch die Flüsse meines Wissens nach durchfahren. Also der Traktor versauft nicht gleich und man muss wieder alles, oder man muss die Traktoren wieder zurücksetzen. Ja, apropos, man kann Geräte einzeln zurücksetzen. Das kann ich euch rein theoretisch auch gleich mal demonstrieren, wie es geht. Dann stellen wir. Erinnere ich mich falsch oder musste man in LS11 nicht hier, also zurücksetzen, dann war alles zurückgesetzt? Doch, da wurde immer alles zurückgesetzt. Ich zeige das denen einfach gerade mal, wie das geht. Dann stelle ich hier nochmal einen Helfer ein. Gibt es mal ein bisschen, doch noch ein bisschen was Interessanteres wie nur Gerste sehen. Hier wächst der schon, da war doch angesät. Oh, Martin. Mann. So, dann gehen wir hier mal in den Traktor. Stellen wir den einfach. Stellen wir mal das Gewicht weg. Und fahren mit dem Traktor. Wo fahren wir hin, Martin? Zeig mir den Güterbahnhof. Genau, zeig. Dann fahre ich mal zum Güterbahnhof. So.
Lebensfarmer. So. Und ich zeig den Hafen auch gleich. Komm. Ist ja im Prinzip alles. Güterbahnhof finde ich aber interessant. Ja. Aber ich nehme an, die wollen beides sehen. Jetzt. Ist ja alles auf einer. Ich nehme auch an, du wirst mir beides zeigen. Ja, wenn genug Zeit ist, sag mal so. Wir haben schon wieder 10,5 Minuten. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Wenn es nur in der Schule auch ab und zu so wäre. Halt mal. Ja. Yeah. Falsch rum. Ja, Gott sammelt, dass es so schnell vergeht. Hier kann man auch noch mal gut sehen, dass die Berge viel runder gemacht worden sind. Darf man hier Leute grüßen? Kannst du gerne machen normalerweise. Ja, klar. Ich will Dark Dragon grüßen. Okay, ja, den grüße ich natürlich auch. Falls es jemand interessiert, wer es ist, ist auch ein Mitglied von unserem YouTube-Kanal und von ihm werden mit Sicherheit auch noch Videos bzw. Let's Plays folgen. Von ihm kommt auch immer Unterstützung, wenn von unserer Seite irgendwelche Fragen anstehen. Richtig, dann. Da mal ein Dankeschön. Jo. Also, wenn ihr. Ich nehme an, dass er als nächstes. Bzw. ich will da jetzt nicht viel zu viel verraten. Das soll er selber machen. Aber. Ja. Da hinten kann man schon gut sehen, der Hafen. Und. Da rasen wir jetzt schnell hin. Oder zeig. Nee, zeig mal den Hafen nur vom Weit. In dem Fall machst du aber Zeltskalierung gleich mal. Oh, ich weiß es auch nicht. Die schon auf 5-mal. Jetzt fahren wir erst schnell zum Güterbahnhof. Zeigen das Zurücksetzen von den. Hast du Aufträge an? Nein, habe ich nicht an, weil wir noch kein Mehrwerk haben. Aber wenn die Zuschauer wollen, dass wir. Also mein Vorschlag wäre, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mach Aufträge an und dann kann ich einmal Aufträge erledigen oder du, dann seht die Leute, wie das aussieht und das ist gutes Geld nebenher verdient, meine ich. Ja, ist, ja, dann kaufen wir uns in dem Fall als nächstes ein Mehrwerk. Nein, dagegen. Was dann? So, hier sieht man erstmal den Güterbahnhof. Muss man hier hochfahren, die Rampe im Prinzip, und einfach die Frucht in die eine der drei Hänger kippen. Das ist egal, in was für ein Hänger von denen drei. Fährt man hier wieder schön runter. Und dann kann man wieder zurückfahren. An sich finde ich es sehr detailliert und schön gemacht. Was man hier noch sieht und was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, eine Tankstation beziehungsweise ein Dieselbehälter Fass Dingens. Die sind auch auf der kompletten Karte eigentlich an wichtigen Orten verteilt, dass einem nie der Sprit ausgeht. So, jetzt gehen wir mal ins Startmenü. Gehen hier auf Fahrzeugwahl. Und dann kann man hier, seht ihr den letzten Punkt, ist nächstes Gerät, gewähltes Fahrzeuggerät zurücksetzen. Dann klicken wir das einfach an. Können uns hier im Prinzip die Geräte aussuchen. Unser Traktor steht hier beim Güterbahnhof, den wir zurücksetzen wollen. Drücken jetzt da drauf. Und jetzt steht er wieder hier, direkt auf dem Hof. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Ja, steckst gerade mal. So, da steht er. So, und jetzt müssen wir leider schon wieder Schluss machen. Die nächste Folge kommt auch demnächst in 2 Tagen. Und ja. Bis dann mal. Tschüss.